So Leute, ich bin's von der Flossy, zurück bei Kingdom Hearts. Und wir sind hier in Hollow Bastion. Immer noch in dieser komischen Villa, in diesem komischen Castle oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Und jetzt probieren wir mal zurück an den Obergrund zu kommen oder an die Oberfläche zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Auf jeden Fall ist das ja der falsche Weg, sehe ich gerade. Also nochmal zurück. Ich glaube, ich weiß, wo der richtige Weg ist. Wir müssen nämlich zu dem Speicherort da, wo wir gerade gespeichert haben. Und dann ist da, glaube ich, diese Blase hier dafür zuständig, dass wir wieder nach oben kommen, oder? Spiel, du darfst gerne weiterlaufen. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das sieht richtig aus. Ja, ja, das sieht sehr richtig aus. So, welche Blase? Diese Blase haben wir gerade benutzt. Und ich glaube, wir müssen gleich das da benutzen. Dieses Pille-Palle-Ding. Aber wir lassen erstmal das Biest hier die Drecksarbeit verrichten. Wenn es das macht, macht es das. Biest, machst du die Drecksarbeit für uns? Danke. Ah, macht es natürlich nicht richtig. Nicht so gut, aber sie macht es. Ach Gottchen, ist das so anstrengend mit diesem, dass man nur halt wirklich mit Magie irgendwie stark ist. Ja gut, danke Biest. Danke für deine recht späte Hilfe, aber sie kam immerhin noch. Vielen Dank dafür. Immerhin. Ich möchte nicht meckern. Mann, bist du kacke. Das ist glaube ich nur um an ein Dings zu gelangen. An diese Truhe da zu gelangen, oder? Für was anderes scheint mir es gerade nicht wirklich notwendig zu sein. Aber hey, wir öffnen sie trotzdem. Ein bisschen Mithril erhalten. Ein bisschen Mithril, das kommt immer gut an. Und ich glaube, wir können das Ding ja dahin schieben, sodass wir an das da oben rankommen. Kommen wir ja so schon ran. Ja, da kommen wir so schon ran. Gucken, wo uns das hinführen wird. Ich habe doch keine Ahnung. Was ist das? Lösen wir es aus. Warum auch nicht? Okay. Okay. Ah, okay, okay, okay. Warte mal, ich glaube, da müssen wir das andere auch noch auslösen, damit wir weiter... Ich glaube, das müssen wir sogar machen. Nee, warte mal. Hä? Nee, hä? Das ergibt jetzt keinen Sinn. Ich dachte, ich finde einen Sinn darin, aber dieser Sinn, den ich dachte, ergibt keinen Sinn. Mann, war das gutes Deutsch. I should be a Lingualist. Lingualist. Ach, laber doch keinen Dreck, Flasti. Da ist das andere Ding. Hä? Was? Hä? Das was. Ach so. Oh mein Gott. Mein Gott, sag mir das doch mal einer. Bevor ich hier frech rumhampel. So, jetzt haben wir auch das zweite Ding aktiviert. Endlich. So, was haben wir hier drin? Tornado-Gummi erhalten. Ich glaube, das sind Erweiterungen für Schiff, aber keine Ahnung, die haben wir nie genutzt. Ich weiß gar nicht, wofür die genau gut sind. Kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben, wenn wer das weiß. Ich weiß nämlich gar nicht, wofür diese Gumminis, die einzelnen Gummiteile gut sind. Aber ich tippe mal darauf, dass man damit den Gummijet so ein bisschen ausbauen kann, oder? Oder, Untergrund. Hä? Was? Hä? Jetzt kommen wir hier auch in den Untergrundkanal. Ich check gerade gar nichts mehr. Ich bitte einfach mal das Biest hier alles zu zerstören. Ich check gerade gar nichts mehr. Wisst ihr das eigentlich? So, sind hier Welpen wenigstens drin oder irgendwas Nützliches? Ob die Gummi erhalten? Und dafür war das jetzt gut? Wollt ihr mich verarschen? Für so ein Kackteil habe ich jetzt so ein scheiß Rätsel gemacht? Ja gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich gehe untersuchen und bringe mich wieder hoch. Danke. Bah, das schüttet mich direkt mal. Ja gut. Ich will ja nicht meckern. Okay. Hier ist das Tor zu den Welten und... Ah, okay. Okay. Haben wir wieder ein paar Gegner. Biest, 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 wo bist du?
Och, Beast. Come on. Beast, du darfst gerne angreifen. Das weißt du auch. Ich bin hier zu schwach für. Ich habe nämlich gerade kaum Angriffskraft. Das musst du auch langsam mal gecheckt haben. Oh Gott. Ich setz mal lieber meinen Vitra auf mich ein. Direkt mal zu spät, weil das Beast ebenfalls die gleiche Idee hatte. Ah, danke. Danke. Danke, Beast. Nächstes Mal bitte etwas schneller, dann bin ich damit auch recht zufrieden. Och Mensch, Beast, hör auf zu verfehlen. Gott, Beast, bist du so blöd? Danke. Mein Gott, ist das denn zu ertragen? Nein, ist es nicht. Oh Gott. Okay. Reinstes aller Herzen, offenbare mir das Schlüsselloch. Sei auf der Hut. Sie sind in der Nähe. Das fühle ich. Bist du bereit für sie? Flieh, solange du kannst. Nein, nicht ohne Kairi. Die Dunkelheit wird dich vernichten. Du irrst dich, Riku. Vielleicht vernichtet sie meinen Körper, aber nicht mein Herz. Mein Herz wird bei meinen Freunden bleiben. Es wird nie sterben. Wirklich? Das werden wir ja sehen. Sora jetzt endlich in Ruhe! Du verrätst einen König? Nie im Leben! Aber ich werde Sora auch nicht verraten, weil er nach allem, was wir zusammen erlebt haben, einer meiner besten Freunde geworden ist. Bis später, Donald! Sagst du dem König, dass es mir leid tut? Ja, klar, Ofi! Das werden wir zusammen tun! Du weißt ja... Alle für alle. Du wirst uns nicht mehr los, Sora. Tausend Dank, Donald, Goofy. Wie willst du kämpfen ohne Waffe? Ich weiß, ich brauche das Schlüsselschwert nicht. Ich habe etwas Mächtigeres. Mein Herz. Tch. Dein Herz? Wie soll dir dieses kleine, schwache Ding helfen? Auch wenn mein Herz schwach ist. Es ist nicht allein. Mit jeder neuen Erfahrung ist es gewachsen und hat unter all den Freunden ein Zuhause gefunden. So wie ich Teil von ihren Herzen wurde, wurden sie Teil von meinen. Und wenn sie ab und zu an mich denken, wenn sie mich nicht vergessen, werden unsere Herzen eins werden. Ich brauche keine Waffe. Meine Freunde machen mich stark. Okay, dann kämpfen wir mal gegen Riku. Würde ich mal behaupten. Das würde ich nicht nur behaupten, das würde ich sagen. Und wir müssen natürlich
gegen unseren ehemaligen besten Freund kämpfen. Das ist eigentlich einer der emotionalsten Kämpfe, wenn man sich das so bedenkt. Dadurch, dass man halt durch seinen ehemaligen besten Freund kämpft, ist das recht traurig eigentlich. Aber er hat sich halt der bösen Seite verschrieben. So sei es. Also werden wir gegen ihn kämpfen. Vielen Dank für den Schutz, und meine Freunde werden an mich denken. Wir werden alle stark zusammen sein. Ach ja, und Riku ist, glaube ich, ein sehr, sehr harter Gegner. Aber er ist nicht der Stärkste, keine Sorge. Wir kriegen das hin. Also ich kriege das hin. Ich muss mich vielleicht ein paar Mal heilen, aber dann wird das auch schon klappen. Keine Sorge, meine lieben Freunde. Wir müssen einfach nur genug massakrieren, wenn ich das mal so sagen darf. Dann wird das auch schon alles klappen. Guck mal, wir haben schon einen Großteil seiner Energie abgezogen. Und dann werden wir auch noch den Rest seiner Energie abziehen können. Man muss halt nur ab und zu aufpassen, was man tut. Und sich ab und zu mal heilen. Heilen ist ja das A und O, habe ich das Gefühl, sonst wird das alles nichts. Sonst wird das alles nur scheiße. Ich möchte nochmal Vitra einsetzen. Und kann ich eigentlich wen rufen? Ja, verrufen reicht mir die Kraft nicht, okay. Hätte ja klappen können sonst. Sonst hätte ich gerne wen gerufen, aber das geht leider nicht. Sonst hätte ich das auch euch auch mal präsentiert. Aber naja, dann halt nicht an dieser Stelle. Ja, ich glaube, ich heile mich noch nicht. Ich heile mich erst, wenn ich... Okay. Okay, da hat mich Donald schon geheilt. Ist okay. Ist okay. Ach ja, Riku, ich möchte eigentlich gar nicht wehtun. Mir tut das auch so ein bisschen weh, aber... Es tut mir leid. Du wolltest es nicht anders. Du bist selbst schuld daran. Du wolltest dich nicht uns anschließen, du hast dich der bösen Seite angeschlossen. Also tut es mir jetzt auch nicht so doll leid, dass ich dich jetzt besiegen muss. Gott, und meine FPS-Anzahl sinkt ein bisschen, keine Ahnung warum. Aber hey, das ging schon. Auch an der einen Stelle in der Cutscene ist mir die FPS-Zahl ganz schön eingebrochen kurz, aber ich habe keinerlei Ahnung, woran das liegt. Ich muss meinen PC, glaube ich, gleich mal neu hochfahren. Gleich mal neu starten. Nach der Aufnahme hier. Wäre mal eine Idee, glaube ich. Der läuft jetzt schon ganz schön lange und vielleicht mal kurz ruhen lassen. So, kann dieser Kampf jetzt? Danke. Okay. Herz hat also den Kampf gewonnen. Die weiße Triotech erlernt. Wir können das Beast mit ins Team nehmen. Wollen wir das? Ja, ich glaube, ich will es anstatt Goofy im Team haben. Bestätigen wir das einfach mal. Und schauen, wie es hier weitergeht. Ich habe keinerlei Ahnung. Ich war hier, wie gesagt, noch nie, aber ich glaube, ich weiß, wer uns als nächstes erwarten sollte. Rein von der Logik her. Gehen wir hier jetzt hindurch. 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Okay. Keine Ahnung. 4 Aushöhlungen. Hä? 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Was soll ich mit dem machen? Hä? Sind hier irgendwie Sachen, die ich zerstören kann oder so? Keine Ahnung, ich guck hier mal rum. Ich weiß aber gerade nicht, was ich tun soll, um ehrlich zu sein. Na okay, hier vielleicht rein mal in die einzelnen Orte. Und tut mir leid auch, dass das so ein bisschen komisch knackt ab und zu gerade. Hab keine Ahnung, woran es liegen kann. Da fehlt was. Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die A-Reihe. Ein Buch fehlt. Okay. Okay.
Das ist die, keine Ahnung, Reihe. K-Reihe, ein Buch fehlt, okay. Warte mal, da ist ein Buch. Karma BD 8 erhalten. Dann setzen wir es einfach mal ein, wa? Untersuchen. Hier ist die K-Reihe. Karma 8 ins Regal gestellt. Okay. Okay. Warum auch nicht? Ja gut. Okay. Interessant. Interessante Bibliothek auf jeden Fall. Sehr interessant. Warte. Habe ich gerade richtig gesehen? Nee, da war kein Speicherfleck. Ich dachte, da war ein Speicherpunkt gewesen, aber habe mich verguckt kurzzeitig. Drehen wir das mal. Vielleicht bringt es ja was. Da ist ein Item drin. Ich sehe es ganz genau. Wie oft müssen wir es drehen oder bleibt es irgendwann von selber stehen an der richtigen Stelle oder wie ist das gemeint? Ich glaube, das dreht sich immer einmal rum, okay. Also bringt es mir erstmal gar nichts. Dann speichern wir erstmal ab. Kann ja nicht schaden. So, einmal abgespeichert auf in der, auch in der Bibliothek. Da nehmen wir mal das Buch raus. Das passt da irgendwie nicht so ganz rein. Nehmen wir es uns einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Wow, da wäre ich fast runtergefallen. Und da bin ich runtergefallen. Ganz toll gemacht. Also gut gemacht. Können wir das ja auch drehen? Ja, das können wir auch drehen. Bringt mir das irgendwas? Yes, es bringt mir etwas. Öffnen wir das hier. Was haben wir da drin? Elixier. Okay. Okay, nicht so spannend. Nicht so wirklich spannend, aber ist ja auch egal. Wir schauen uns mal weiter um hier in der Bibliothek, gucken, ob wir noch was finden oder ob wir wissen können, wo das grüne Buch eingesetzt werden muss. Triotech könnten wir machen, aber wollen wir gerade mal nicht. Drehen wir hier mal dran. Ist hier auch irgendwas Spannendes? Oder können wir drankommen? Ja, wir können drankommen. Öffnen wir es. Mega Potschen erhalten, okay. Spannend, verschlossen. Toll. Warum wusste ich das? Warum habe ich das geahnt? Da fehlt ein gelbes Buch. Da fehlt ein... Bläh. Okay. Ich glaube, hier können wir gerade noch nichts weitermachen. Zumindest sehe ich das so. Oder seht ihr irgendwas anderes hier noch? Hier ist es aber auch nicht die grüne Bücherreihe oder so. Oder eine gelbe Bücherreihe. Okay. Okay. Dann gehen wir mal zurück in die Wandelhalle. Wandelhalle, keine Ahnung, was da stand. Eins von beiden, Wandelhalle, ist doch alles dasselbe. Was ist das für ein komischer Soundkral? Warum ist der Soundkral so bäh, muss ich sagen. Ich habe keinerlei Ahnung, tut mir auch sehr leid, dass dieser Soundkral so ein bisschen komisch ist. Ich hoffe, es legt sich gleich wieder. Ich bin gerade blöd und weiß echt nicht weiter. Da will ich jetzt nicht runterrutschen, aber wir müssen ja scheinbar in die Bibliothek, weil alles andere ergebe keinen Sinn. Können wir irgendwo Bücher entnehmen und einfach dann... Hä? Ach, ich habe doch keine Ahnung. A-Reihe, okay. Das ist die A-Reihe, da fehlt ein Buch, das wissen wir schon mal. Hier war irgendwo die, keine Ahnung, Reihe, die K-Reihe. Die haben wir geschlossen. Ist hier unten irgendwas? Was ist das da? Bist du da nützlich oder bist du einfach nur irgendwas? Du bist nur irgendwas, okay. Man könnte ja mal gucken, aber gut. Ergibt sich keinen Sinn raus. Okay. Was steht hier denn? D-Reihe. Buch fehlt. Das wäre mir nie aufgefallen, dass da ein Buch fehlt. Was ist das? Die Z-Reihe. Ein Buch fehlt. Natürlich. Wo sind denn die einzelnen Bücher? Kann mir das mal jemand verraten? Dann hätte ich damit auch kein Problem. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wo Bücher sein können. Ich sehe da oben ein Buch. Im Übrigen kommt man da ran am besten. Ich habe so ein bisschen Angst, hier runter zu rüber zu springen. Aber ich sehe das Buch tatsächlich.
Ach, wir brauchen das. Ah, okay. I understand it. Gruppe wechseln. Und zwar muss das Biest raus und Goofy rein. Warte, das Biest muss raus und Donald muss rein. So ist es richtig. Warum bricht im Menü die Framerate so ein? Ich habe keinerlei Ahnung. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Aber wir hören uns das Buch mal runter da oben. Kann ja nicht schaden. Hilft uns bestimmt weiter. Azaz, das ist unten gewesen, ne? Die A-Reihe. Ach, hier ist A, okay. Okay, wir packen mal das grüne Buch da rein. Da ist aber noch ein blaues Buch drin. Das nehmen wir uns mal raus. Ja, okay. Trollband 6, okay. Untersuchen wir es mal. Trollband 6 ins Regal. Kann ja nicht schaden. Boah, ist das eine verworrene Bibliothek. Kann ja gar nicht ab solche Bibliotheken hier. Schlimm mit den Bibliotheken heutzutage. Alle ungeordnet, alle Kacke. So, dann muss ich jetzt an das Gelbe da ran, an die A-Reihe. Wo ein Buch fehlte. Und packen wir das Band da, den Band da rein. So, wo führt uns das jetzt hin? Ah, es führt uns jetzt bestimmt von oben aus an neue Orte und mir tut dieser Soundbug gerade ein bisschen leid. Keine Ahnung, was das für ein Soundbug ist. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen werdet. Oder ob ich den mit meiner Stimme übertünchen würde. Übertünchen. Auf jeden Fall tut mir dieser Soundbug etwas leid. Aber ich kann dagegen noch nichts machen. Tut mir auch leid. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Oh Gott. Gott. Hab so eine Ahnung, wo ein Buch drin sein könnte. Wow. Nicht runterfallen, bitte. Drehen wir das hier mal. Vielleicht ist auf der anderen Seite ein Buch drin. Oder irgendwo ein Buch hier drin. Wer weiß das schon. Wir drehen es einmal nochmal. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oder ob der sich immer genau... Ob das zufallsgeneriert ist, wie der sich dreht. Oder... Keine Ahnung. Oder ob man das irgendwie beeinflussen kann. Kann mir das mal jemand verraten, der das Spiel gespielt hat. Okay, das ist, glaube ich, zufallsgeneriert. Das ist okay. Abilitada Balaba erhalten. Genau dieses Item haben wir erhalten. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, aber dieses Item haben wir. Anti-Z-Gummi erhalten, okay. Hä? Also, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Wo soll ich als nächstes denn hin? Haben wir denn hier noch Möglichkeiten, irgendwas zu holen? Oh, bin ich blind? Das ist ein Buch, mitten auf dem Tisch. Ach, ich bin blind. Okay. Untersuchen wir das und stecken das Z-Buch hinein. Wo kommen wir hier jetzt hin? An einen Schalter. Drücken wir diesen. Und die Tür wurde entriegelt. Way. Okay. Speichern wir mal das Spiel ab. Und ich würde sagen, na, 20 Minuten ist ein bisschen kurz, oder? Ich weiß ja nicht. Ach, komm. Wisst ihr was? Wir beenden etwas frühzeitiger im Part. Ich meine, wir hatten ja schon mal einen längeren. Dann können wir auch mal einen nicht so langen Part haben. Weil ich auch ziemlich dringend aufs Klo muss. Übrigens, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten, im nächsten Part weiter. Ich bin gespannt, wo es da hingeht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski, euer Flastwie.